Hey, hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Left 4 Dead 2. Wir haben uns im letzten Part durch den Sumpf gekämpft, voller Zombies, wie auch in jedem Part. Mal gucken, wann die Zombie-Apokalypse aufhört. Namensang sind mir das zu viele Zombie- oder Gehirnfresser. Aber jetzt gerade, wenn ich jetzt durchschaue, sehe ich keine. Oh, da, guck mal. Leute, ich sag euch, das wird ein perfekter Kopfschuss. Boja! Da ist noch einer. Oh ja, okay. Ja. Wir werden uns jetzt im vierten Kapitel die Plantage durchkämpfen und werden jetzt losgehen. Ich habe mir eine schöne Scharfschützenwaffe genommen, Leute. Ja, es kamen ja die letzten Tage kaum noch Videos raus. Grund dafür war leider kleine Zeitärgernisse. Wo ich leider ein wenig zu tun hatte. Noch dazu, dass es mir wieder mal etwas schlechter ging. Und es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich versuche wirklich irgendwie so viel Videos wie möglich zu machen. Wenn ich es schaffe, irgendwie sogar mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, hol ich ihn runter! So ein blöder Arsch reitet auf mir. Echt perverser Zombie. Fühlt man sich immer wieder belästigt. Ich sag euch, das sind alles vergewaltigende Zombies. Alles Vergewaltiger hier. Ich sag's euch. So. Oh, ich liebe das Scharfschützengewehr, ne? Es ist in Left 4 Dead so eine schöne Waffe. Das Scharfschützengewehr, aber halt irgendwie, es eignet sich natürlich nicht im Kampf gegen Zombie-Waves. Also den Zombiehorn, die dann einfach aus dem, seltsamerweise natürlich aus dem Nichts kommt. Aber egal. Oh, 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 Kopfschuss. Jo, da kommt noch einer. Jo, oh ne, der ging daneben. Da auch daneben. Oh, er getroffen. Noch einer. Oh. Ey, das ist doch... Guckt mal, wer jagen jetzt Zombies. Oh mein Gott, das gibt es. Ich höre einen Boomer, Leute. Für einen ekligen, dicken, weiblichen Boomer. Da ist das Haus. Gut. Das Haus? Sollen wir da einfach, ne? Gut. Und Schuss. Oh. Okay, wisst ihr was? Wie wär's, wenn wir einfach durchlaufen? Dann mach ich das, Und ich hasse. Ah, da. Oh mein Gott. Da kommen wir nicht durch. Also müssen wir hier. Oh Gott. Schön leider auch. Die macht das schon, Leute. Ich weiß das. Lauf doch nicht hier hoch, lauf die ganzen Zombies doch nicht hoch, ich will doch nichts von den Zombies. Lade nach! So. Ach shit. Jetzt bin ich runtergefallen. Hä? Mussten wir ja. Ach doch, da mussten wir durch. Alles klar. Okay. Dann hier. Oh, guckt euch mal die Teddybären an. Eins. 2, 3, 4 Teddybären. Der gehört ja nicht hin. So schön. Ha! Nimm das! Oh, der Molotow-Cocktail haben wir, Leute. Ich hab eine Idee, wir fackeln das ganze Haus ab. Brennstoff haben wir, glaube ich, hier genug. Leute, schaut mal. Das gefällt mir jetzt schon. Oh. Oh, das hört sich so geil an. Oh, das hört sich geil an. Das hört sich mega schön an. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, wie wir das hier starten. Aber wie es aussieht, ist das hier das letzte Level. Wir müssen aber wieder runtergehen. Runter. Hui. Aua. Gehen hier raus. Und Dreirad. Manu.
machen. Können wir nicht mit rumfahren. Schade. Ich denke, für Tommy Waves nehmen wir jetzt erstmal die Schrot. Hallo. Hey, hallo! Seit meine Alte gebissen wurde, ist es hier doch echt still geworden. Wir sind in einem Plantagenhaus. Okay, gut, wir haben jetzt gerade gesagt, irgendjemanden, den wir nicht kennen, dass wir im Haus sind, am Plantagenhaus. Und natürlich weiß der auch genau, wo das ist. Ja gut, okay, das kann sein, das kann sein, Leute. Oh, das ist ein Hunter. Blöder Hunter. Oh mein Gott, nein! Nein! Leute, warum habt ihr den Boomer nicht aufgehalten? Voll in der Hole, Leute! Schießt einfach blind durch die Gegend! Oh. Alter! Ihr Schweine! Ach man, macht das arme Geländer doch hier nicht kaputt! Macht das ganze Geländer kaputt! So fein gearbeitetes Holz. Mach das doch nicht kaputt. Ganz ehrlich. Guckt euch mal an. Jetzt habt ihr da einen großen Riss reingemacht. Da. Da. Seht ihr den? Da. Genau. Da. Oh oh. Ich bin Charger. Das gefällt mir gar nicht. Alter, da! Wo kommt ihr denn hier her? Ohne Rohrbombe. Das gefällt mir. Like. Ich like. Wer hätte das gedacht? Was kann da wohl kommen? Das ist bestimmt der große Mucki-Typ aus der Mucki-Bude. Ich möchte seine große Mucke sein. Oh mein Gott. Und ich will nur noch hier weg. Lasst mich in Ruhe. Haben wir doch alles gut, Alice. Nee, warte, wir spielen doch gerade alles, oder? Ja. Hä? Ich hab grad mit Alice geredet, dabei sind wir egal. Ich glaube, ihr habt verstanden. Macht euch bereit! Bin bereit, kommt schon! Da sind sie! Da müssen die alle hin! Oh. Doof, dass man das Maschine, dass die MG nicht mehr nicht weiter drehen kann. Oh nein! Langsam gehen mir die auf die Nerven. Genau, lauft alle schon in mein Schussfeuer. Okay, ich brauch gar nichts machen, ich brauch hier nur sitzen. Und mach den Gang. Dann sind wir fertig. So. Hunter! Sehr schön, jetzt können wir mit dem G den Tank beschießen. Oh, jetzt ist die MG überhitzt, Leute, das gibt's nicht. Mann, du hast auch große Muckis. Was? Opa!
Noch ein zweiter? Leute! What the fuck? Alter! Alter, lass mich durch! Wo kommt der denn her? Leute, ich habe gar keinen zweiten Teil gesehen. Danke, danke. Oh nein, ich höre schon wieder. Okay, wir müssen raus, Leute. Aua. Nein, hilf mir hoch. Schnell, hilf mir hoch, Nick. Hilf mir hoch. Ich will nicht sterben. Und los, Leute. Komm. Los, weiter. Komm, Leute, weiter. Oh, keine Muni mehr, ich kann nichts mehr machen. Ich will die Leute nicht zurücklassen. Komm, Leute. Ah, ich muss weg, Leute. Sorry, Leute. Wir sehen uns einer mal. Los zum Boot! Ich spüre jeden einzelnen Knochen. Sorry, Leute. Tut mir leid. Aber ich musste jetzt weg, sonst wäre ich auch gestorben. Und das wäre nicht schön gewesen. Zu gedenken an Rochelle, Nick und Coach. Swamp Fever! Sumpffieber! Haha! Ja, wir haben auch die Kampagne endlich abgeschlossen! Und ja, wir haben es geschafft! Damit gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, schon in die nächste Kampagne. Und machen den ersten Kapitel davon. Ich würde sagen, wir drücken auf die Leertaste und starten die nächste Kampagne. Das wäre denn die Sturmflut. Gut. Ich habe mir was überlegt. Und jetzt gerade mitten im Kampf. Ich werde für euch versuchen, die Kampagne Mercy Hospital auf Experte durchzuspielen, wenn wir dort angekommen sind. Wir haben ja Zumpffieber abgeschlossen, dann kommt Sturmflut jetzt, dann die Gemeinde und dann das Sacrifice. Ja, genau. Wir haben noch jede Menge Kampagnen vor uns. Ich würde sagen, nehmen wir Sturmflut. Und normal. Ja, machen wir mal auf fortgeschritten. Bisschen schwerer kann man das ja wohl machen. Und dann spiele ich mal anstatt Alice mal Coach. Dann bin ich ein Stück größer. Versteht ihr? Größer. Dann kann ich den Tank besser in die Augen schauen. Hard Rain, komm her und High Water. Ich werf den Anker aus und warte auf euch. Gebt ein Signal, wenn ihr Benzin habt. Ein Signal? Womit? Leuchtkugeln aus dem Waffensack. Waffentasche? Sag mir jetzt bloß nicht, wir hätten die Waffen vergessen. Die Tankstelle ist auf der anderen Seite. Holen wir Benzin, dann denken wir über das Signal nach. So, ich bin ja von durchaus Nahkämpfer, also gehe ich mit der Axt in den Nahkampf. Was? Ich habe ihn getroffen! Ups, Entschuldigung! Das Verbandszeug gehört mir. Ich bin ein großer, dicker Muskelprox. Also ich will nicht sagen, dass Coach fett ist, das dürft ihr nicht verstehen. Ich bin groß und stark! Wenn der Burger-Tank nur offen wäre. Es wäre nicht schlecht. Barbecue-Bacon-Burger wär's jetzt. Und eine dicke Portion Pommes. Eine Orangenlimone Eis und eine heiße Apfeltasche. Oh mein Gott, oh Junge, schlabbert uns an.
okay. Rohrbomben! Ich höre wieder so einen komischen kleinen Affen. Mann, der Affe von den Zombies sieht so lustig aus. Hahaha, da lachen wir doch alle wieder. Oh Gott. Die spuckt ja ihre Speichel. Wollen aufmucken, die Zombies. Der Smog hat daneben geschossen. Ich hab mit einer Patrone getroffen. Yay, Leute, das geklappt. Out. Ganz schön komische Gegend hier. Oh, es regnet. Stimmt, du hast recht. Es regnet. Kommst du da drauf? Ist dann noch die Frage, wie kommst du denn da drauf? Das regnet doch nicht. Nein, 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 Rochelle. Oh nein, ich höre eine Witch Bitch. Hey, Licht aus. Kann eine Witch Bitch hören? Ach krass. Ach krass, das ist sie. Ich wollte gerade sagen, das ist ein gewöhnlicher Zombie. Ich wollte gerade schießen, Leute. Die können mir auch umgehen. Ja, das finde ich krass. Ich finde es ja jetzt ganz schön krass, dass die Witches hier ja auch rumlaufen können. Laut meinen Informationen soll man hier in Hardwayne sogar ziemlich vielen Witches begegnen. Und das bereitet mir Ängste. Sehr große Ängste, Leute. Lade nach! Aua! Aua! Was will der denn die ganze Zeit von mir? Sieh nicht aus dem Schaukelpferd oder sowas. Ich bin nicht auch, ich bin auch nicht sein Papa oder so, der ihn auf die Schulter nimmt oder so. Das kann er vergessen. Garagenverkauf. Freitag bis... Soll das ein Tee sein? Bis... Samstag? Achso, von Freitag bis Samstag bis Sonntag. Okay, cool. Gucken wir mal, was da drauf ist. Also heute haben wir... Ach nee, warte, heute haben wir Dienstag. Oh, okay. Wir haben heute Dienstag, deswegen wird da nichts verkauft. Also bei mir ist es heute Dienstag. Wenn ihr das Video guckt, wahrscheinlich ist es schon Mittwoch, mindestens. Spätestens Mittwoch. Oder frühestens, nicht spätestens. Quatschen. Ich lade nach. Los, quer durch den Flohmarkt. Lade nach. Halt still, sonst wird das hier nichts. Okay, das sieht aber lustig aus, wie du deiner Luft rumfuchtelst. Was wird denn jetzt schön... Oh, guck mal, hier gibt es anscheinend doch was zu verkaufen. Eine Rohrbombe. Ich habe aber schon eine. Ich habe meine Lieblingsrohrbombe. Gelingt sie schon auch mit der Lunte. Eine Axt habe ich auch schon. Und eine Schalldämpfer, die habe ich auch schon. Ach, ich habe also alles, was bisher neu auf dem Markt ist. Neu. Wo sind meine Leute hin? Komm zurück! Wegrennen ist böse! Au! Haut mich doch nicht alle! Ich bin doch ganz nett und freundlich! Das können wir friedlich und freundschaftlich regeln! Ich will doch nur euer Freund sein! Oh, ich habe einen Hunter gehört! Ah, ein Jäger! Ich hoffe, der schießt mich nicht ab mit seinem Gewehr! Gefühl, der Regen wird da noch. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach!
nach! Ich glaube, da oben ist der Schutzraum, ja. Da ist irgendwas explodiert. Alle reinkommen, meine Herren. Oh, die Tür wird geschlossen. Super, Leute. Wir haben das erste Kapitel geschafft von Hardwayne. Also Sturmflut. Kapitel 2, die Zuckerfabrik. Zuckerfabrik? Okay. Mal gucken, wie die aussieht. Sprengladung bringen besondere Infizierte in Stolpern. Das ist aber seltsam. Wie kann das wohl funktionieren? So, Leute. Wir haben das zweite Kapitel von Sturmflut erreicht. Ich will da mal kurz gucken, was gibt's hier so Schönes an Waffen. Boah, da ist Medikin. Oh Mann, ich habe mein schönes Scharfschützengewehr wieder. Ja, ich würde aber sagen, wir gehen durch diese Sicherheitstür im nächsten Part, meine Freunde. Und ja, im nächsten Part werde ich dann halt ja versuchen, irgendwie zu dieser Zuckerfabrik zu kommen. Ja, ich frage mich, was uns da erwarten wird. Dann Leute, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao, Yoshi! Yeah.